Monument Valley. Film and Autor bei Seltsam Genzi. Das Monument Valley liegt in der Four Corners Region, an der Grenze zwischen Arizona und Utah, westlich der Staatsgrenzen zu Colorado und New Mexico in einer Höhe von fast 1900 Meter. Es gehört zu den beiden Schwestergebieten Olliato, Arizona und Olliato, Utah. Die Temperaturen im Monument Valley variieren zwischen minus 3 Grad Celsius im Winter und durchschnittlich 30 Grad Celsius im Sommer. Der Niederschlag beträgt durchschnittlich 20 cm im Jahr und fällt teilweise als Schnee. Niederschläge, Temperaturunterschiede sowie der Wind haben wesentlich dazu beigetragen, die heutige Landschaft zu formen. Vor mehreren hundert Millionen Jahren bestand die Region des heutigen Monument Valley zunächst aus einem riesigen Tieflandbecken. In der Folge wurden zunächst Schichten über Schichten von Sedimenten aus den frühen Rocky Mountains im Becken abgelagert und verfestigten sich zu Gestein, hauptsächlich zu Kalkstein und weicheren Sandstein. Allmählich wurde die Oberfläche durch stetigen Druck von unten angehoben. Das einstige Becken wurde zu einem 300 Meter hohen Felsplateau. In den letzten 50 Millionen Jahren arbeiteten Wind, Regen und Temperaturen daran, die Oberfläche des Plateaus zurückzuschälen. Der Vorgang des einfachen Abtragens der sich abwechselnden harten und weichen Gesteinsschichten schuf die gewaltigen Tafelberge, zum Beispiel Rheingard Mesa, Thunderbird Mesa, die bis zu 300 Metern hoch über die Hochebene des Colorado Plateaus ragen und charakteristisch für die Landschaft des Monument Valleys sind. Die deutlich erkennbare rötliche Farbe der Felsen resultiert aus dem Eisenoxid, das in den Gesteinsschichten enthalten ist. Die im englischen Butte genannten Spitzkuppen inspirierten zu charakteristischen Eigennamen wie Elefantbutte, Kamelbutte, Drei Schwestern oder Totempfahl. Die bekanntesten sind die beiden Mittenbuttes, Mitten englisch für Fausthandschuh, und der Meeresbutte. Soweit man heute weiß, waren die Anasazi-Indianer, auch die Uralten, genannt, die ersten Einwohner des Monument Valleys. Sie bauten die ersten Felshöhlenbehausungen vor mehr als 1500 Jahren, verschwanden allerdings noch vor dem Eintreffen der ersten Weißen bereits im 13. Jahrhundert aus der gesamten Region. Nach ungesicherten Angaben verschiedener Navajo soll es im Monument Valley Anasazi-Ruinen, antike Pueblo-Wohnungen, geben, die bislang nicht dokumentiert sind. Heute leben etwa 300 Navajo im Monument Valley und pflegen dort ihre Traditionen. Indianische Kulturen haben ihren Wohnungen schon immer religiöse Bedeutung zugemessen. Obwohl die Navajo mit ihren traditionellen, sechseckigen Hogans nicht mit den Anasazi verwandt sind, wird der Hogan als Heiligtum der Familie angesehen. Eine der noch bestehenden Traditionen ist der Blessing Way Rite, die Segnung des Weges, die ausgeübt wird, bevor die Familie ihre permanente Behausung einnimmt. Beim Bau des Hogans, der immer mit der Hand und mit einheimischen Materialien ausgeführt werden muss, wird der Eingang immer in Richtung Osten gelegt, der Morgensonne entgegen. Traditionelle Navajo leben bis heute ohne fließendes Wasser und ohne Elektrizität. Sie bearbeiten und spinnen Wolle in der alten Weise und stellen Farben aus einheimischen Pflanzen her. Navajo-Teppiche werden von Sammlern in der ganzen Welt geschätzt. Traditionelle Navajo benutzen ihre einheimischen Pflanzen für viele Dinge, darunter auch als Medizin. Die Eucalyptuspflanze allein liefert das Rohmaterial für Schuhe, Körbe, Kleidung und Seife. Es gibt eine größere Vielfalt an Vegetation im Tal als man auf den ersten Blick erkennen kann, und der Frühling bringt eine Explosion farbiger Blumen und Blüten zum Vorschein. Das Monument Valley wird auch als John Ford Country bezeichnet, da dieser Regisseur bereits vor dem Zweiten Weltkrieg seine Western, unter anderem Stagecoach mit John Wayne, bevorzugt dort drehte. Ein Felsvorsprung, der mehrmals als Kamerastandort verwendet wurde, ist nach ihm benannt, John Ford's Point. Nach dem Krieg zeigten die Filme Fords die außergewöhnlichen Felsformationen erstmals in Farbe, so in Der Teufelshauptmann, Sie war a Yellow Ribbon, 1949.
Regisseur Sergio Leone nutzte das Monument Valley für sein Western-Epos-Spiel Mir das Lied vom Tod. Später knüpften Road-Movies wie Easy Rider an diese Tradition an. Auch Szenen des Films Missouri von Blake Edwards wurden im Monument Valley gedreht. Sowohl das eigentliche Monument Valley als auch die ähnlichen Landschaften beiderseits des dorthin führenden Highways dienen als beliebte Kulisse für Werbung, Zigaretten, Autos, Motorräder, Tourismus und so weiter. Dadurch gilt diese landwirtschaftlich kaum nutzbare Gegend inzwischen als der Wilde Westen schlechthin. Informationen vor Ort gibt es im Visitor Center, von dem auch der Autorundweg, Scenic Drive, durch das Tal startet. Diese staubige Piste kann man entweder mit dem eigenen Wagen befahren oder als geführte Tour im Jeep von Einheimischen, wobei die geführten Touren Zugang zu Teilen des Monument Valleys erlauben, die abseits der für Privatfahrzeuge erlaubten Route liegen. Die bekannten Felsformationen befinden sich allerdings im allgemein zugänglichen Bereich des Tals. Besonders stimmungsvoll wirkt der rotglühende Sandstein in der Abendsonne oder wenn sich die Silhouette der Felstürme bei Sonnenaufgang gegen den sich aufhellenden Himmel abzeichnet. Im Winter kann das Tal aufgrund der Höhenlage auch mit Schnee bedeckt sein, obwohl man die Gegend eher mit flirrender Wüstenhitze assoziiert. Zu beachten ist, dass die wenigen Behausungen der Ureinwohner am Fuße der Felsen nicht fotografiert werden dürfen. Hierfür werden von den Navajo religiöse Gründe angegeben. Die Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Monument Valley beschränken sich auf die Golding's Lodge und einen Campingplatz. Einige Motels befinden sich nördlich und südlich des Monument Valleys in Mexican Hut und Kayenta. Zurzeit in Bau befindet sich das The View Hotel, mit Blick ins Tal. Das direkt am Visitor Center gelegene Haus wird das einzige innerhalb des Monument Valley gelegene Hotel sein.